wir Menschen bauen immer mehr und immer größere Strukturen. Gleichzeitig werden unsere bestehenden Projekte immer älter und unsere Sicherheitsstandards immer strenger. All das benötigt Inspektions- und Wartungsarbeiten. Und das nicht nur in Bodennähe, sondern vor allem auch in Höhen, die nicht so einfach zu erreichen sind. Bis jetzt wird diese Arbeit wie vor 100 Jahren schon von Menschen ausgeführt. Unser Ziel ist es, das zu verändern und mit Hilfe eines Roboters gewisse gefährliche Aufgaben zu übernehmen. Der einfachste Weg, um in solche Höhen zu gelangen, sind Drohnen. Und für einige Aufträge ist das auch die beste Lösung. Oftmals braucht es aber mehr Kraft oder Kontrolle. In diesen Fällen ist eine andere Lösung viel besser geeignet. Ein Laufroboter. Gewöhnliche Laufroboter können allerdings nicht steile Wände hochlaufen. Und hier kommt Magneko zum Zug. Magneko ist ein vierbeiniger Kletterroboter, der mithilfe seiner Magnetfüße viele metallische Strukturen wie ein Gecko erklimmen kann. Dank der speziellen Magnete kann Magneko ohne Stromverbrauch so lange wie nötig an Wand oder Decke haften, um seine Arbeit zu verrichten. Zusammen mit 6 weiteren Maschinenbau- und Elektrotechnik-Studierenden haben wir während den letzten 9 Monaten Magneko vom Konzept bis zum fertigen Prototypen entwickelt. Mein Name ist Nicola, das ist Nicola und wir freuen uns, euch jetzt unser Roboter vorzustellen. Danke, Nicola. Magneko besitzt 4 identische Beine, die symmetrisch angeordnet sind. Durch diese Symmetrie kann er so gut vorwärts wie rückwärts oder auch seitwärts gehen. Das kann sehr hilfreich sein, wenn man in einer engen Umgebung sich befindet und um die Ecke muss. Dank der unüblichen Anordnung der Gelenke besitzt Magneko eine große Bewegungsfreiheit und kann seinen Körper unabhängig von den Füßen bewegen. Diese beiden Eigenschaften können sehr hilfreich sein, wenn man nicht nur am Boden gehen möchte, sondern auch andere Strukturen erklimmen will. Für die Bewegung der Beine befinden sich in jedem Gelenk der Hüfte und des Knies selbstentwickelte Aktuatoren, die perfekt auf unseren Anwendungsfall abgestimmt sind. Sie bestehen aus einem Elektromotor und einem Getriebe, welches das Drehmoment des Motors verstärkt und somit Magneko genug Kraft zum Klettern gibt. Damit Magneko in allen Orientierungen haftet, besitzt er Magnetfüße. Diese erlauben es ihm zum Beispiel problemlos an Wand und Decke zu haften. Der Fuß kann unabhängig vom Bein in verschiedenen Winkeln aufgesetzt werden und zentriert sich in der Luft wieder von selbst. Das Spezielle an den Magneten ist, dass man sie in der kürzesten Zeit ein- und wieder ausschalten kann und dass sie keine Energie benötigen, solange man sie nicht umschaltet. Das bedeutet, dass Magneko lange an einem Ort stehen bleiben kann, ohne Strom zu verbrauchen. Trotz einem Gewicht von lediglich 75 Gramm ist ein einzelner Magnet in der Lage, fast 40 Kilogramm zu halten. Damit Magneko genau unseren Anforderungen entspricht, haben wir alle mechanischen Teile selbst entwickelt und auf Gewicht optimiert. Dabei haben wir besonders darauf geachtet, die am besten passende Herstellungsart zu wählen und allgemein so materialsparend wie möglich vorzugehen. Um den Strom im Roboter zu verteilen und die Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten sicherzustellen, haben wir unsere eigenen Platinen entwickelt. Die Elektronik zusammen mit der Batterie erlaubt es uns, den Roboter komplett kabellos zu bedienen. Durch Testen in einer virtuellen Simulationsumgebung konnten wir einen großen Teil der Software verifizieren, bevor wir sie auf dem richtigen Roboter laufen ließen. Da Magneko seine Schritte selbst berechnet, kann man ihn ganz intuitiv mit Hilfe eines User Interfaces oder Controllers in die richtige Richtung gehen lassen. Das Laufen am Boden, was für die meisten Laufroboter bereits eines der Hauptziele gewesen wäre, war für uns erst der Anfang. Spannend wird es vor allem, wenn wir Magneko an den Wänden oder der Decke herumklettern lassen. Dazu haben wir einen Teststand mit Stahlplatten gebaut, die uns genau das ermöglichen. Für alle Tests im Teststand haben wir den Roboter mit Seilen gesichert, die zwar kein Gewicht halten, ihn aber im Notfall trotzdem auffangen könnten. An der Wand zu klettern ist viel schwieriger als am Boden zu laufen. Aber dank der Magnetfüße ist selbst das für Magneko keine große Herausforderung. Generell ist beim Klettern sehr wichtig, dass der Roboter seinen Schwerpunkt immer so nah wie möglich an der Wand behält. Das funktioniert hier besonders gut dank der speziellen Anordnung der Beine. An der Decke zu laufen ist fundamental ähnlich zum Boden. Allerdings ist hier die Gefahr viel größer, sollte Magneko den Fuß nicht gut genug aufsetzen. Die Schwerkraft zieht hier im Gegensatz zum Boden nämlich die Füße von der Decke weg. Damit Magneko von selbst an die Wand oder die Decke kommt,
besitzt er die Fähigkeit, Übergänge von Boden zu Wand, Wand zu Decke oder umgekehrt selbst zu schaffen. Der Roboter erkennt anhand seiner Tiefenkamera, wenn eine Wand vor ihm auftaucht und berechnet dann von selbst, wie er sich bewegen muss, um diesen Übergang an die Wand zu machen. Auch hier können Sie wieder erkennen, wie die große Bewegungsfreiheit Magneko erlaubt, diese komplizierte Bewegungsabfolge zu meistern. Und so kann Magneko jetzt den gesamten Teststand navigieren. Die Übergänge und alle weiteren Demonstrationen können Sie im Anschluss auch noch live an unserem unserem Stand im Lee selbst erleben. Wir wollen uns an diesem Punkt bei unseren Sponsoren und Coaches bedanken, ohne die wir nie so weit gekommen wären. Aber wir sind bei weitem noch nicht fertig. Unser Ziel ist es nun, Magneko auf die echte Welt vorzubereiten, damit er seinen Beitrag zur sicheren und effizienten Inspektion leisten kann. Vielen Dank.